In das grüne Buch trägt er alles ein, was er wissen muss zu Tieren, ob sie groß sind oder klein. Tief im Wald, ob unter ganz versteckt, die wilde Lichtung Nummer 5, der ist sie entdeckt. Tüftel, Igitt, was ist denn das für ein klebriger Brei? Das ist der leckerste Spezialkaugummi, den du jemals essen wirst. Ich esse das nicht, bestimmt nicht. Mein Spezialkaugummi schmeckt nicht nur wahnsinnig gut, mit ihm kannst du auch super tolle Blasen machen. Okay, meinetwegen, aber ich passe trotzdem. Das Geheimnis liegt in der Seife, die ich in den Spezialkaugummi mische. Und natürlich in meiner besonderen Rührtechnik. Das kann keiner nachmachen. Welchen Teil von "Ich esse das nicht" hast du nicht verstanden? Ach, Olli, du Feigling, du weißt gar nicht, was dir entgeht. Klasse, doch, wenn du jetzt auch noch quaken würdest, könnte man dich für einen Frosch halten. Ja, stimmt genau. Frösche haben oft riesige Blasen um ihr Maul herum. Von den Fröschen könntest du vielleicht noch was lernen. Genau. Wie machen Frösche so große Blasen und warum? Keine Ahnung, aber das kriege ich raus. Im Aquazoo in Düsseldorf leben ganz viele verschiedene Frösche. Ich bin gespannt, was du rausfindest. Ich auch. Tschüss, Tüftel. Das mit den Blasen, das geht noch größer. Viel größer. Hallihallo, ich bin's wieder, der Olli. Hallo, Olli. Grüß dich. Du musst mir heute nicht helfen. Ich kenne mich ja mittlerweile hier aus. Ich weiß, wo die Frösche sind. Bis später. Kein Frosch zu sehen. Seltsam. Rotaugenlaubfrosch. Ja, da steht's. Ich bin richtig. Tja, offenbar ist niemand zu Hause. Quatsch, du musst genau hinschauen. Oh, hallo Sandra. Das ist Sandra. Sie ist Biologin und kennt sich super mit Fröschen aus. Ich bin doch nicht blind. Da ist kein Frosch. Schau, da, auf dem grünen Blatt. Oh, tatsächlich, ja klar. Ein Frosch, so grün wie das Blatt. Ja, aber rote Augen hat er keine. Doch, hat er. Na, komm mal mit. Sieh mal einer an. Der Frosch ist ja gar nicht überall grün. Stimmt, er hat orangefarbene Beine, die er aber verbergen kann. Oh, und die Augen, die sind nicht rot, die sind ja sogar knallrot. Oh, der Frosch trägt seinen Namen zurecht. Sind denn alle Frösche so gut getarnt? Nicht alle, aber viele. Ich zeig dir mal ein paar. Ja, gerne. In diesem Terrarium lebt der Moosfrosch. Stopp, nicht zeigen, warte. Den finde ich allein, ganz bestimmt. Hab dich! Aber trotzdem, Respekt! Der Moosfrosch kommt aus Asien, aus Vietnam. Dort gibt es sicher viel Moos, auf dem er gar nicht auffällt. Der Rindenmoosfrosch hier drüben sitzt am liebsten auf... Ja, Rinde! Klar, ich hab's kapiert. Frösche tarnen sich und passen sich ihrer Umgebung an. Clever! Ja, aber nicht alle Frösche tun das. Der Färberfrosch zum Beispiel, der fällt auf wie ein bunter Hund. Na, den Hund, Frosch meine ich natürlich, will ich aber mal sehen.
Schau mal. Ah, tatsächlich, der Färberfrosch ist ziemlich bunt. Hat er keine Angst, gefressen zu werden? Nee, der Färberfrosch ist giftig. Er sondert über Hautdrüsen Gifte ab, die ihn zum einen vor Pilzen und Bakterien schützen. Zum anderen schmeckt er wegen dem Gift bestimmt nicht besonders gut. Genau. Und die leuchtenden Farben zeigen Fressfeinden schon von Weitem, dass er ungenießbar ist. Ah, er schreckt Feinde ab. Genau wie Feuersalamander oder Bienen. Die haben ja auch Warnfarben als Abschreckung. Also von all den Fröschen, die du mir gezeigt hast, habe ich noch nie was gehört. Gibt es denn viele verschiedene Froscharten? Heute kennt man um die 6000 verschiedene Arten von Fröschen. Und ein paar davon sehen wir uns jetzt mal an. Frösche gibt es fast überall auf der Welt. Bei uns, also im gemäßigten Klima, leben zum Beispiel Laub- und Teichfrösche. Die allermeisten Frösche leben aber im Regenwald, in den heißen Tropen. Es gibt sogar Frösche, die in der Wüste leben. Klasse, wie viele verschiedene Frösche es gibt. Aber was fressen Frösche denn eigentlich so, außer Fliegen und Kaugummi? Kaugummi? Wie kommst du denn darauf? Na ja, Frösche machen doch oft riesige Blasen, oder nicht? Ja schon, aber sie kauen keinen Kaugummi. Die Froschmännchen haben einen besonderen Hautlappen unter der Kehle oder an den Mundwinkeln, der Schallblase genannt wird. Und in diese Schallblase pressen sie Luft. Aha, Schallblase. Und warum pressen die Männchen da Luft rein? Sie erzeugen damit Töne, sie quaken. Und dieses Quaken dient dazu, ihr Revier abzugrenzen oder Weibchen zu imponieren. Aha, es geht also wieder mal um die Mädels. Verstehe. Und so ein Froschkonzert? Das hören wir uns natürlich gleich mal an. Hm? Die Quarkkonzerte der Froschmännchen sind bis zu 500 Meter weit zu hören. Das schaffen die Frösche dank ihrer Schallblase, in die sie beim Ausatmen Luft pressen. Clever! Und die Töne entstehen, da die Luft an den Stimmbändern vorbeistreift. Genau. Manche Froscharten haben zwei Schallblasen, andere haben nur eine. Je größer die Schallblase ist, desto lauter ist das Rufen und Quaken und desto beeindruckter sind die Weibchen. Süß, die beiden Frösche haben sich gefunden. Jetzt sind sie ein Liebespaar. Jetzt können sie zusammen für Nachwuchs sorgen. Oh, Kinderfrösche würde ich ja auch gern mal sehen. Olli, die Kinder von Fröschen heißen Kaulquappen. Oh, klar, weiß ich. Und Kaulquappen leben im Wasser, nicht wahr? Genau. Das Froschweibchen legt Eier ins Wasser. Die Eier werden Laich genannt. Aus dem Laich schlüpfen später Kaulquappen, die Kiemen und einen Schwanz wie Fische haben. Das ergibt Sinn. Sie müssen ja unter Wasser leben können wie Fische. Mit der Zeit bilden die Kaulquappen eine Lunge aus, bekommen Füße und springen an Land. Das nennt man Metamorphose, was so viel heißt wie Verwandlung. Super, diese Metamorphose. Genau, die Metamorphose. Diese Verwandlung ist echt klasse. Da die Frösche als Kinder im Wasser leben und als Erwachsene an Land, gehören sie in die Gruppe der Amphibien, wie Molche und Lurche. Und was fressen Frösche jetzt so? Also außer Fliegen und kein Kaugummi. Alle Arten von Insekten und Spinnen. Frösche sind Lauerjäger. Sie schleichen sich also nicht an. Sie warten lieber auf Beute. Ist ein Leckerbissen in der Nähe, dann springen sie ihn an, fahren ihre klebrige Zunge raus und ziehen die Beute ins Maul. Oh, klingt raffiniert und sieht auch bestimmt so aus. Da ist die Beute. Kurz warten und... Haps, weg ist sie. Frösche können ganz schön flink sein, wenn es sein muss. Allerdings. Oh, was ist denn das da für ein fetter Frosch? Das ist kein Frosch, das ist eine Kröte, eine Aggerkröte. Aha, kommt die aus eurem Teich da hinten?
Nein, Ackerkröten kommen in freier Natur ursprünglich aus Mittel- und Südamerika. Aber warum hat die Kröte so viele Pickel auf der Haut? Das sind keine Pickel, das sind Warzen. Ackerkröten sind giftig. Giftig? Das will ich sehen. Wie die meisten Krötenarten gehört auch die Ackerkröte zu den giftigen Kröten. Über eine Hautdrüse sondert sie giftigen Schleim ab. Der Schleim ist so gefährlich, dass sogar Krokodile, die eine Kröte verspeist haben, an ihrem Gift sterben können. Verstehe. Deswegen trägst du auch Handschuhe. Aber was ist der Unterschied zwischen Fröschen und Kröten? Die sehen ziemlich ähnlich aus. Kröten und Frösche sind auch sehr eng miteinander verwandt. Aber Frösche haben eine eher glatte Haut. Und Kröten eine warzige. Während Frösche gut und weit hüpfen können, fällt Kröten das eher schwer. Genau, ihre Hinterbeine sind nämlich nicht viel länger als ihre Vorderbeine. Sie gehen lieber, als dass sie springen. Na ja, es kann ja nicht jeder alles können, so wie ich. Ha! Keine Fragen mehr? Nö, du hast mir super weitergeholfen. Jetzt muss ich das alles nur noch in mein grünes Buch schreiben. Na dann, tschüss Olli und viel Spaß. Tschüss Sandra, bis zum nächsten Mal. Frösche sind Amphibien. Sie kommen im Wasser zur Welt und haben als Kaulquappen Kiemen und einen Schwanz wie Fische. Nach ihrer Verwandlung zum Frosch gehen sie an Land. Frösche gibt es fast überall auf der Welt. Die einen sind bunt und giftig. Andere tarnen sich, indem sie sich in ihrem Aussehen der Umgebung anpassen. Frösche sind mit Kröten verwandt. Frösche haben in der Regel eine glatte Haut. Kröten eine warzige. Frösche sind Lauerjäger. Taucht ein Leckerbissen in ihrer Nähe auf, springen sie ihn an, fahren ihre Zunge aus und ziehen die Beute ins Maul. Oh! Ah, das hätte ich jetzt fast beinahe vergessen. Frösche haben Schallblasen, mit denen sie quaken können. Schallblasen sind dehnbare Hautlappen, in die Frösche beim Ausatmen Luft pressen. Das tun sie, um ihr Revier abzugrenzen und um Weibchen zu beeindrucken. So, das war's. Ab zu Tüftel. Hey, Tüftel, ich habe schlechte Nachrichten. Frösche kauen keinen Spezialkaugummi, um Blasen zu machen. Sie haben eine angewachsene Schallblase. Mhm, du. Und mit der Schallblase machen sie Töne, um ihr Revier abzugrenzen oder Partner anzulocken. Warum bist du eigentlich so still? Naja, ich glaube, das mit der Seife und dem Spezialkaugummi, das habe ich etwas übertrieben. Das wäre ja auch das erste Mal gewesen, dass du etwas erfindest, was keine Nebenwirkungen hat. Aber sag doch mal was, Seifenblase oder Spezialkaugummi. Olli, halt die Klappe. Kein Problem, ich kann auch Seifenblasen machen, wenn ich meine Klappe halte. Hast du das gesehen? Ja, ich kann Seifenblasen machen, ohne meine Klappe zu gebrauchen. Sag mal was, los, sag mal was.